Viel Aufregung um zwei Autoren bei einem China-Symposium letzte Woche in Frankfurt. Aus Protest gegen die Teilnahme der Umweltaktivistin Dai Jing und des Regimekritikers Bei Ling verlässt die offizielle Delegation den Raum. Sie tun mir wirklich leid, denn eigentlich hatten sie hier die Chance zu zeigen, dass es in China einen Fortschritt gibt. Aber mit dem Fortschritt tut man sich in China noch immer schwer. Trotz wirtschaftlichen Aufschwungs gibt es nach wie vor keine Pressefreiheit und Schriftsteller werden immer noch zensiert. Wie Yan Liangke, den wir in der Pekinger Altstadt treffen. Seine Romane sind in China verboten. Auf der Frankfurter Buchmesse werden sie jetzt auf Deutsch erscheinen. Doch Yan muss in China bleiben, die Regierung verbietet ihm die Ausreise. Seine Literatur geht zu weit, so die Zensoren. Im Roman Dem Volke dienen, der in Deutschland, aber nicht in China erscheint, nimmt Yan den Kult um Mao Zedong aufs Korn. In China ein Skandal. In seinem neuesten Buch wagt er sich an den AIDS-Skandal von Henan. Arme Bauern verkaufen in den 90ern ihr Blut an skrupellose Händler. Durch unreine Spritzen infizieren sich bis zu 1 Million Bauern mit AIDS. Die Epidemie wird bis heute vertuscht. Yans Roman sofort nach Erscheinen verboten. Ich wollte eigentlich eine 100% wahre Reportage über die AIDS-Dörfer schreiben. Weil mein Roman Dem Volke dienen aber zu dieser Zeit zensiert wurde, habe ich meine Reportage zu einem fiktiven Roman umgeschrieben. In China heißt es, fiktive Geschichten seien erlaubt. Meine Vorsicht hat nichts gebracht. Mein Buch wurde trotzdem zensiert. Das ist frustrierend. Chinas Leser werden von meinem Buch über die AIDS-Dörfer nie erfahren. Der Pekinger Hidan Bookstore, der größte Buchladen Asiens. Seichte, leicht verdauliche Literatur steht hoch im Kurs bei den jungen Lesern. Immer mehr private Buchläden eröffnen. Hier zählt das Ambiente beim Schmökern. Übersetzungen aus dem Ausland sind in. Doch alle Bücher müssen die Zensur passieren, so Jing Bartz, Vertreterin der Frankfurter Buchmesse in Peking. Sie durchforstet Chinas Buchmarkt auf der Suche nach Titeln, die deutsche Leser und Verlage interessieren. Dabei stößt sie immer wieder auf Tabuzonen. Über die Kulturrevolution und den Tiananmen-Massaker darf noch gar nicht publiziert werden. Und ich höre von vielen chinesischen Verlagen oder Schriftstellern, sie planen, über Tibet zu schreiben, aber sie müssen all diesen Pläne oder verschieben oder das Manuskript erst in Schubladen lassen, weil das Thema zurzeit sehr sensibel geworden ist, dann möchte man keine Umstände haben. Was ist erlaubt, was nicht? In China ein Spagat. Mo Yan, Chinas berühmtester und viel übersetzter Schriftsteller, darf zur Frankfurter Buchmesse reisen. Er wird als Kafka Chinas gefeiert. Mit ihm schmückt sich das offizielle China gern. Immer wieder schreibt er über Mao Zedongs Kulturrevolution. Doch seine Kritik geht nie zu weit. Sein neuer Roman Überdruss, eine Art Fabel. Tiere, nicht Menschen, üben darin Kritik am harten Schicksal der Bauern während Maos Bodenreform. Subtile Kritik, die Mo Yan bereits als Kind gelernt hat, während der Kulturrevolution. Wenn man während Chinas Kulturrevolution zu viel geredet hat, konnte man die ganze Familie in Schwierigkeiten bringen. Meine Eltern haben mir früh eingetrichtert, dass ich weniger sprechen und mein Mundwerk kontrollieren soll. Als ich später anfing zu schreiben, habe ich mich daran erinnert, dass ich ihnen mit meinem Gerede viel Kummer bereitet habe. Aus meinem Namen habe ich deshalb ein Schriftzeichen herausgenommen und heiße seitdem Mo Yan, der Sprachlose. Die Rede- und Meinungsfreiheit wird im modernen China immer noch unterdrückt. Die junge Generation sieht das gelassen, solange der Wohlstand wächst. Chinas gefeierte Nachwuchsschriftstellerin Lu Min kommt aus Nanjing. In ihrer Kurzgeschichte, die für die Frankfurter Buchmesse ins Deutsche übersetzt wird, schreibt sie darüber, wie die Wirtschaftsreform die Menschen verändert.
Tod an der Weggabelung handelt von einem habgierigen Streit, der um den Nachlass einer Taxifahrerin entbrennt. Ein trostloser Blick auf die moderne chinesische Gesellschaft, getrieben von Profitgier und Egoismus. Schreiben über die Auswüchse der schnellen Wirtschaftsreform ist erlaubt. Lu Min entwirft ein hellsichtiges Gesellschaftsporträt, ohne direkt Kritik an der Parteiführung zu üben. Meine Geschichte ist ja keine positive. Ich will damit ein Stück wahres China zeichnen, ein China voller Gefühle und Widersprüche. In meinem Land geschehen so viele Veränderungen und damit auch unschöne Dinge. Doch das ist das wahre China. Ich möchte den Wandel vermitteln, den ich und andere Schriftsteller meiner Generation gerade jetzt miterleben. Jing Bartz hat mit den chinesischen Behörden für 30 Romane Übersetzungsförderungen ausgehandelt. China gibt sich liberal. Die privaten Verlage bekommen mehr Freiheit, sollen selbst entscheiden, was publiziert werden darf, eigenständig Lizenzen vergeben. Doch die neue Freiheit täuscht. Die Zensur besteht weiter. Erstmal macht der Verlag in einer scheinbaren Freiheit, freier Entscheidung. Aber jeder Verlag selbst ist sehr vorsichtig mit seiner eigenen Verantwortung, mit seiner Entscheidung. Weil wenn später das Buch doch von oben kritisiert werden, dann hat der Verlag ein ernstes Problem. Der Verlag, der Yan Liangkes Parodie über den Mao-Kult herausgab, wurde sofort bestraft. Yan wurde lange überwacht und abgehört. Das System der Abschreckung, sagt er, habe bei ihm längst tiefe Spuren hinterlassen. Besonders die Selbstzensur quäle ihn. Das Schlimmste ist doch, dass sich Chinas Schriftsteller beim Schreiben selbst behindern und ständig überlegen, was darf ich schreiben, was darf ich nicht schreiben. Ich mache mir Sorgen, ob ich mit dieser Schere im Kopf meiner Kreativität überhaupt noch freien Lauf lassen kann. Yan darf nicht nach Frankfurt zur Buchmesse reisen. China, so sagt er, ist kein gutes Land für Schriftsteller.